Oh, verdammt nochmal. Ja, das Abenteuer in Netherwood könnte jetzt schon ein Ende finden. Weil dieses Nexomon, dieses Wesen, haben wir auch in Nexomon Extinction angetroffen. Und es ist nicht zu unterschätzen, es ist ziemlich stark. Hallo? Wer bist du? Ihr könnt mich Ziegler nennen. Und du musst der aktuelle Nexolot sein. Genau, und wir sind auf dem Weg zum Chasma. Warum reist der Nexolot so weit weg von der Sicherheit? Wir sind gekommen, um Omnicrons Seele zu zerstören. Dazu besteht kein Grund. Der König der Monster ist weggesperrt. Warum sich Gedanken machen? Omnicron ist bereits einmal ausgebrochen. Dieses Gefängnis ist nutzlos. Ihr seid so schwach, um irgendwas auszurichten. Nun verzieht euch. Blank. Okay. Was ist mit dem Typen los? Ihr dreht euch jetzt um. Und kommt nie mehr wieder. Lass uns fürs Erste zurückgehen. Da war jetzt auf jeden Fall der Text vertauscht worden von Atlas und Ziegler. Ja, was sollen wir dann jetzt erst machen? Müssen wir jetzt, wie es aussieht, wirklich erstmal ein bisschen weiter aufleveln? Um dann überhaupt in der Lage zu sein, an Ziegler vorbeizukommen? Tja, schwer zu sagen, was jetzt hier verlangt ist. Ich gehe jetzt erstmal, glaube ich, dann doch erstmal ins Basislager zurück. So, Energieblaster. Gut, gut. Und jetzt eine Entwicklung nacheinander, bitte. Zuerst Fevra. Gut, Fevra wurde jetzt zu Tempestra. Weiter bitte. Warte mal, es geht nicht weiter? Kann sie ja sagt wirklich bloß ein Nexomon zur Zeit weiterentwickeln? Das wäre jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Wo zum Henker sind jetzt unsere Nexomon abgeblieben? Oh, Level 20 einmal. Level 32. Level 38. Level 32. Level 35. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Levelunterschied so groß war. Das bedeutet dann ja wiederum, dass wir jetzt eine halbe Ewigkeit da brauchen, bis unser Team wieder aufs Maximallevel kommt. Oder natürlich wieder so ist, wie es mal vorher war. Mal sehen, was gibt es in der Sack hier in der Netherworld zu kaufen? Tja, auch normale Supertränke und so. Also dafür, dass es eigentlich vorher hieß,
dass in der Netherworld keine Märkte gäbe, ist das Ganze ja ziemlich komisch. Aber gut, wir haben bis jetzt noch nicht die nötige Stärke, um an Ziegler vorbeizukommen. Aber es gibt ja zum Glück noch andere Wege, die wir nutzen könnten. Tja, es gäbe immer noch andere Wege, die wir nutzen können. Wie zum Beispiel diese Höhle. Tja, einen weiteren Wiederbeleber haben wir jetzt auch hier gefunden. Tja, und natürlich gibt es jetzt hier noch mehr EP. Und Nexomit-Stück Nummer 5. Ich glaube, dass man mal so sagen darf. Ah, Nummer 6. Wir leveln ja wirklich ziemlich schnell auf. Wirklich ziemlich gut, dass wir eine Menge Items hier haben. Die uns dabei auch helfen und unterstützen. Tja, und so stehen wir auch gleich schon auf Level 19. Wenn man eigentlich bedenkt, dass wir im letzten Part damit angefangen haben, hier unser Abenteuer in der Netherworld zu bestreiten, unsere Nexomon auf Level 5 zurückgesetzt haben. Sind wir wirklich verdammt schnell unterwegs. Und unsere Werte, die erhöhen sich ja wirklich gravierend, genauso wie Miriam es gesagt hat. Die Angriffskraft von Perchara von 64 auf 80. Tja, das ist wirklich die Macht von wiedergeborenen Nexomon. Außerdem haben wir auch im letzten Part ein legendäres Nexomon auch mal gefangen. Ein legendäres Eulen-Nexomon. Keine Ahnung, wie er sagt, die Wahrscheinlichkeit ist, auf legendäre Nexomon hier zu treffen. Aber wir haben schon mal eins. Und mal sehen, an welcher Stelle der Datenbank es steht. Weil dann kann ich es euch auch gleich mal zeigen. Im letzten Part haben wir das legendäre Nexomon mit dem Namen... Es dauert noch ein klitzekleines bisschen. Luhava. Gefunden. Legendär.
Moment, sind unsere... Ah, sieh mal, Hissa entwickelt sie jetzt auch weiter. Glückwunsch, dein Hissa wurde zu einem Slytherer. Tja, also so nach und nach kriegen wir unsere alte Stärke zurück. Hast du es noch nicht bemerkt? Die Wissenschaftler sind nirgends zu finden. Ellie und die Aufseher sind auch nicht hier. Die einzige, die hier ist, ist Dina und selbst sie wirkt irgendwie merkwürdig. Findest du? Also für mich wirkt sie recht normal. Kein Unterschied zu sonst. Naja, aber vielleicht bemerkt Atlas ja irgendetwas, was wir nicht bemerken können. Weil er ist ja eine Maschine. Daher könnte er wohl höchstwahrscheinlich irgendwas anderes bemerken, was wir nicht bemerken können. Na gut, Level Up, Level 21. Scheint ja bis jetzt wirklich alles normal zu sein. Oh nee. Ziegler, altes Haus. Ach komm schon. Du kannst mein Labyrinth nicht entkommen, Nexolord. Hey, weißt du was? Wir haben Omnicron besiegt, du kannst uns nicht aufhalten. Hätten wir vielleicht nicht sagen sollen. Ah, oh, okay, vielleicht doch. Ich habe noch nie ein Nexomon wie dieses gesehen. Ich hoffe, du bist bereit. Wisst ihr eigentlich, an was mich Ziegler erinnert? An, warte mal, Level 99... Level, 9999... an sich erinnert mich dieses Nexomon ein bisschen an dieses eine Alien aus der Serie Ben 10. Gab es, er sagt, damals mal auf Kabel 1 zu einer Zeit, wo sie am Wochenende noch Zeichentrickserien vormittags gezeigt haben. Und ansonsten gab es die Serie dann später auch mal bei Super RTL. Und dann die Nachfolgeserie Ben 10 Ultimate oder so ähnlich. Gab es dann auch bei RTL 2. Mal, glaube ich. Ist schon ziemlich lange her. Wie hieß denn das jetzt noch? Albtraum? Schattenalbtraum? Nachtschatten? Spukgeist? Weiß ich nicht, aber ich glaube eigentlich wohl kaum, dass wir diesen Kampf jetzt gewinnen können. Hätten wir unsere alte Stärke, dann sicherlich.
Aber so doch nicht! Ich mag aber wirklich ziemlich gerne diese Musik hier. Das hat nun wirklich etwas Endboss-mäßiges an sich. Ach, wir können auch noch nicht mal den Rucksack benutzen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Aber die Paralyse funktioniert perfekt. Einfach perfekt. Besser als jede Fesselungstechnik. Aber ich kann mir eigentlich wirklich nicht vorstellen, dass wir das bis in alle Ewigkeit so durchziehen können. Ab irgendeinem Punkt des Kampfes hier müssen wir wohl verlieren. Okay, jetzt ist offensichtlich, wir verlieren gleich. Ja, Ziegler ist wirklich ein etwas anderes Kaliber. Hey, hey! Du musst aufwachen, diese Erweiterung kann nicht schon enden, das wäre zu kurz. Du hast den Titel des Nexolord nicht verdient. Genug, Ziegler. Verschwinde sofort! Ah, was für eine unerwartete Wendung. Verschwinde, du kannst nicht beide besiegen! Du liegst falsch, Nara. Ich könnte euch beide innerhalb weniger Augenblicke töten. Allerdings sind wir nicht zu alt, um solche sinnlose Gewalt zu verbringen. Heil das Kind, aber bleib weg vom Chasma. Das ist alles, was ich will. Puh. Du kannst auch von uns was vorzumachen. Was vorzumachen? Ich bin wirklich K.O. Du hast uns was vorgemacht. Seid ihr okay? Was denkst du denn, wir wurden von einem Kerl mit 9999 HP angegriffen? Das ist einer der Wächter. Vor langer Zeit errichtete Meister Ulza das Chasma, ein Gefängnis, um alle seine Feinde wegzusperren. Und jeder Gefangene hat seinen eigenen Wächter, um sie zu bewachen. Was macht er dann hier so weit weg vom Chasma? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat er keinen Gefangenen? Dann kann er zumindest Leute aufhalten, die das Chasma erreichen wollen. Er hat sich in etwas sehr Starkes verwandelt. Genau, Wächter müssen sehr stark sein, um Vater und Kinder gefangen halten zu können.
Oh, lass mich dein Team ein, wo wir schon mal dabei sind. Danke. Wir sollten aber jetzt zusammenreisen. Du sollst nicht alleine sein, wenn du Ziegler gegenüberstehst. Damit kommt sie erst jetzt an. Aber gut. Aber gut. Dann erstmal weiter im Text. Wir finden mehr Münzen. Wir finden mehr Nexomite. Wir werden nach und nach stärker. Und irgendwann werden wir dann höchstwahrscheinlich Ziegler besiegen können. Allerdings, ich kann euch schon mal sagen, er ist nicht das einzige Nexomon, gegen das wir höchstwahrscheinlich kämpfen müssen. Denn in Nexomon Extinction hat er noch zwei Kollegen bei sich gehabt. Also der wahre Kampf wird dann sowieso erst noch kommen. Aber wir bräuchten auch an der Stelle auch stärkere Gegner, um auch besser zu leveln. Die Gegner an sich sind zwar sehr gutes Kanonenfutter. Aber es reicht nur noch lange nicht, um unsere wahre Kraft wieder zu erlangen. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall ein Stückchen weitergekommen. Hier hatte uns ja Ziegler zuallererst aufgehalten. Und jetzt sind wir, wie es auch aussieht, in ein ganz neues Gebiet angekommen. Ein Gebiet mit Säulen, ein Gebiet mit einem Tor, eine Art Dschungelgebiet, wenn man es jetzt besser so sagen will. Oder beschreiben will. Aber natürlich das Ganze jetzt hier auch ohne neues Nexomite. Okay, ab dem nächsten Gebiet wird sicherlich irgendetwas Neues auf uns warten. Gut, da war jetzt auf jeden Fall dieses Level-Up noch angebracht. Dann wollen wir doch jetzt mal kurz mal sehen. Neue Fähigkeit aktivieren. Und dann durchstreiten wir das Steintor.